So. Oh, ich hab die Battle, Boss Battle bekommen, oder? Das ist doch der erste Boss gewesen. Glaube ich. Jetzt vielleicht kommt's. Vielleicht kommt's. So, und hier klatschen wir dann überall Holz hin. Die Werkbänke können wir auch vielleicht noch mustermäßig arbeiten. Was sag ich mit euch? Vielleicht kann ich euch ja, da benutzen kein Holz. Und wir bleiben beim Steinigen hier. Hier jeweils noch mal hier so. Aber da würde ich dann echt gerne Holz nehmen. Für die Wand da. Dann brauchen wir gleich ganz viel Holz. Dann machen wir hier überall Truhen hin. Dann haben wir also eigentlich ein ganz großes Lager. Dann machen wir hier noch so eine. Genau, hier müssen wir dann quasi dann noch mal so einen Raum bauen. Hier noch so eine Art Werkstatt, so ein Brennraum und alles.
No, hier geht dann quasi so in den Gang lang. Da lang können wir dann mit einem Gebäude überhaupt verbinden. Ich habe jetzt auch eine Idee. Obwohl, nee. Sieht ein bisschen klein und ein bisschen schäbig, wisst ihr? Alles so groß und der Raum dann so anders. Halt nicht groß. So, da kann man einfach noch ordentlich Kabelzonen loswerden. Unsere Brennstation. Eigentlich lohnt es sich dann ja dort quasi mal das Gleiche zu bauen, oder? So, und hier schmeißt er dann quasi die ganze Kohle und so Stuff rein. Zum Brennen. Klatsch mir hier ein auch Holz hin. Obwohl, nee, so lange müssen wir hier Fackeln ja lassen. Ich sage jetzt, dieses Mal richtig, richtig, richtig viel Holz.
Obwohl, nee, eigentlich will ich das hier mit nichts verbinden. Aber wir müssen das ja irgendwie noch machen, dass es auch gut aussieht. Wir machen die Wand hier doch nochmal jetzt nach hinten. Ach ja, Yuki, komm her. Ist besser, wenn du hier so bist. Ach so, ja, ich muss so machen. So, ich kann auch noch den guten Stein reinmachen. Machen wir hier auch nochmal so einen Übergang. Na, den Rest mal dann wieder Holz bis dahin. Ja, so können wir das machen. In den Raum lassen wir hinten erstmal frei. Noch. Ja, doch, dann fahren wir jetzt dieses hier Holz und so und dann läuft das alles. Und dann schnappen wir alle unsere Items und dann schmeißen wir die unten einfach rein. Ich meine, also sortieren hin und her, ne? Wir können die einfach hier erstmal reinschmeißen, ja? Und das Lager reicht dann auf eine lange Zeit, denke ich. Das wird's reichen. So, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Tschüss, euer Yuki. Bis denn, ne? Hab ich bei Discord geschrieben über die Zeit? Natürlich, ich bin unbeliebt. Haut rein, ciao.